Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz gemeinsam gegen den Ausbau der Stadtautobahn 100. Ja, wir befinden uns hier direkt auf der geplanten Trasse der Stadtautobahn 100. Auch der Club Magdalena, wie viele andere auch, ist vom Ausbau der 100 bedroht. Ganz kurz noch zu unserer Position. Wir fordern eine Bürgerbeteiligung zu Beginn der Planung und die soll unabhängig vom Vorhabensträger sein und unparteiisch sein. In der Bürgerbeteiligung soll im Dialog und ergebnisoffen diskutiert werden und das Ergebnis soll verbindlich sein. Dies ist jedoch bis jetzt nicht vorgesehen und wurde für den 16. Bauabschnitt auch nicht durchgeführt. Beim letzten Bauabschnitt nach Treptow gab es lediglich am Ende des Planungsverfahrens 2009 die Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen Einwendungen zu schreiben, mit denen man das Bauprojekt aber nicht mehr grundsätzlich in Frage stellen konnte. Und bei dem derzeit im Bau befindlichen Abschnitt von Neukölln nach Treptow können wir uns maximal einen qualifizierten Abschluss in der Sonnenallee vorstellen. Und danach sollte endgültig Schluss sein. Und zwar, wir möchten an alle Kandidatinnen und Kandidaten folgende Frage stellen. Wenn deine Partei, also angenommen, ihre oder eure Partei übernimmt Regierungsverantwortung, möchte sie den 16. Bauabschnitt der 100 von Neukölln nach Treptow zu Ende bauen oder stoppen? Und wie ist der Standpunkt zum 17. Bauabschnitt von Treptower Park zur Frankfurter Allee und Storker Straße? Und die dritte Frage, wie sollte die Bürgerbeteiligung dabei aussehen? Also wer möchte den 16. Bauabschnitt weiterbauen? Wir nicht. Wir sind ganz klar, gibt auch 2 Passagen in unserem Wahlprogramm, die deutlich sagen, dass wir den 17. Bauabschnitt ablehnen. Ja, für uns ist auch das eine klare Position. Wir wollen keinen Weiterbau der A100. Wir setzen uns ein für einen qualifizierten Abschluss des 16. Bauabschnitts. Am besten wäre in der Tat an der Sonnenallee. Die Frage ist allerdings, ob das noch realisierbar angesichts des Fortgangs der Dinge. Aber für uns ist klar, es soll nicht weitergebaut werden nach dem 16. Bauabschnitt. Wir haben eine klare Position im Wahlprogramm gegen den 17. Bauabschnitt. Ja, Bürgerbeteiligung, da wir überhaupt keine Planung für den 17. Bauabschnitt wollen, erübrigt sich die Frage. Weil Bürgerbeteiligung brauche ich nur, wenn ich ein Planfeststellungsverfahren für den 17. Bauabschnitt einleite. Und unsere Position ist klar, wir wollen keine weitere Planung für den 17. Bauabschnitt. Die Piraten sprechen sich ganz klar gegen den Weiterbau der 100 im Rahmen des 17. Bauabschnitts aus. Dann sage ich noch was zum 16. Bauabschnitt. Und zwar, wir sprechen uns ganz klar für einen sofortigen Baustopp aus und einen qualifizierten Abschluss, beispielsweise, wie schon angesprochen wurde, am Autobahnkreuz an der Sonnenallee. Ja, ich spreche, wie gesagt, nicht für die gesamte SPD, aber für die SPD Friedrichshain-Kreuzberg kann ich da schon sprechen. Wir argumentieren seit Jahren gegen den Weiterbau der A100. Ich bin dafür, dass wir den 17. Bauabschnitt ganz liegen lassen. Bei dem 16. bin ich mir nicht darüber im Klaren, was ein Rückbau ganz genau bedeuten würde. Das muss man wohl abwägen, aber ich denke, wir dürfen auf gar keinen Fall weiterbauen und ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall Fuß- und Fahrradverkehr stärken. Also der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist, was das Bezirksamt betrifft, also die Stadträte und Rätinnen, einheitlich in der Meinung, dass wir die A100 komplett ablehnen. Sonnenallee Schluss, das hatten wir vor 5 Jahren schon mal, da kann ich mich gut erinnern, nämlich bei den Koalitionsverhandlungen. Ich denke schon, dass solche einschneidenden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, einschneidenden Bauprojekte nicht ohne die Beteiligung derer geht, die davon auch betroffen sind. Was wir allerdings haben in Lichtenberg sind in den letzten 6 Jahren 3 Beschlüsse der BVV, die sehr klar sich gegen den Weiterbau der 100 in allen Phasen gewandt haben. In den Studien zum 17. Bauabschnitt wird unter anderem, das ist so ein kleines Gimmick, nebenbei auf einer Abfahrt an die ursprünglich geplante Abfahrt am Containerbahnhof, auf die wird verzichtet. Mit der Begründung, dass der Knoten Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Möllendorfstraße den Verkehr nicht verkraftet. Deshalb
müssen wir die Autobahn weiterbauen, bis zur Stockholmstraße. Also wir bauen eine Autobahn, weil wir eine Autobahn machen. Ich glaube, da muss man jetzt mal einen Schnitt machen und sagen, Schluss, Ende, das war mal, das ist spätes voriges Jahrhundert oder frühes voriges Jahrhundert. Ja, vielen Dank nochmal. Dann kommen wir zu den Rückfragen. Da bitte ich nur die Vertreter der Presse Rückfragen zu stellen. Wir wollen nämlich alles zeitlich sehr straff halten. Ja, bitte, Herr Mann. Zwei Fragen. Stell dich kurz vor, die nicht alle kennen. Ja klar, Peter Neumann, Berliner Zeitung. Zwei Fragen bitte, die erste an Herrn Moritz. Ich nur noch eine Nachfrage, ich habe das nicht verstanden. Sind Sie jetzt auch dafür, den Bau des 16. Abschnitts zu unterbrechen von der Sonnenallee? Oder sagen Sie, das ist schon so weit, zum Stadtschlauchpark geht es weiter? Und bleibt die zweite Frage hinterher an Sie und an Herrn Wolf. Wenn sich die SPD in Koalitionsverhandlungen hartnäckig zeigt, ist das auch für Sie ein Grund, die Verhandlungen scheitern zu lassen? Oder glauben Sie, dass Sie dazu ein Ergebnis kommen? Angefangen, ich möchte den 16. Bauabschnitt nicht und dafür haben wir gekämpft. Mir fehlt allerdings die Fantasie tatsächlich, dieses Vorhaben rückabzuwickeln. Und ja, Herr Müller macht ja jetzt sozusagen das Spielchen von Wobereit irgendwie neu und verwundert schon, also ich glaube, so schon Koalitionsverhandlungen mögliche vorzubereiten, das ist ein sehr schlechtes Omen und ich glaube, damit wird er auch nicht durchkommen. Ich habe mich sehr gewundert über diesen Vorstoß von Michael Müller. Klug ist was anderes.